Hier haben wir das nächste super gute Beispiel. Emerald mit Challenger in einer Lobby. Oh mein Gott, ey. Uff, uff, uff. Dein Alistar war solide, ehrlich gesagt. Hat mir gut gefallen. Ich muss First Tide im Alt Anti-Heal holen, ne? Bin ehrlich mit euch. Ich werde Mitte rauspushen. Nice. Die Barriere, ja. Ups. Ich muss jetzt Level 2, dann kann ich sie, glaube ich, töten. Sie nicht getroffen? Nee. Hätte ich die da gehittet, wäre die RIP. Oder sie hat Barrier geused. Wäre die andere über. Das wäre die andere Idee. Ich kann es halt nicht engagen, ne? Ein AP, wie frech. Wieso spiele ich nicht Conqueror? Ich liebe Electrotude, deswegen. Electrotude macht super viel Spaß. Darum spiele ich kein Conqueror. Das ist wirklich Fun-Faktor. Einfach sehr hoch. Ich kann noch einmal raufhauen, aber ich weiß nicht, ob... Nein, der kam raus. Ist nicht gut. Ach, die Riven ist top. Ich dachte gerade, die wäre Jungle. Irgendwie dachte ich, Riven ist Jungle aus irgendeinem Grund. Gefährlicher Hook. Sehr gefährlicher Hook gewesen, ey. Warum hat er das gehuckt? Der Hook vom Blitzi war ein bisschen boosted. On my way. Das war aber ein sehr guter Hook. Oh mein Gott, die Riven ist hier. Auf einmal ist die Riven da. Aber ich konnte sie zum Glück beide wegnocken und die Ultimate von der Orianna damit dodgen. Von daher alles gut, Leute. Wir haben sie überlebt. Guck mal, die Gegner hatte wieder die RIP, ne? Ich finde das so toxisch, jemanden einfach so mit dem Ignite zu rippen, ey. Ist der drinnen mehr in den Jungle gegangen eigentlich? Der Trinomer ist irgendwie von der Top weg und ist jetzt im Jungle. Ich habe keinen Mana, ich kann da nicht helfen. Sorry. Wäre cool, wenn er noch die Mitte auspusht. Weird, da drinnen wir irgendwie ein bisschen.
Ah, der ist Emerald, ne? Der ist der Emerald-Tründer mehr. Stimmt. Der ist der Emerald-Tründer mehr. Da war ja was. Da war ja was. Der war ja Emerald. Da macht das natürlich Sinn. Okay, die Orianna war auf jeden Fall noch da gerade. Ja, der Emerald Tryndamere hat einfach keinen Bock mehr auf Top. Der rennt jetzt einfach im Jungle rum. Ah doch, er geht wieder. Aber ich denke, der ist tot, wenn er da reingeht. Gragas. Meinst du? Okay, ich werde hier einmal kurz basen. Mir Träne holen. Obwohl ich hätte, bevor ich base, hätte ich glaube ich noch die Mitte rauspushen können, ehrlich gesagt. Oh, der Emerald. Der Emerald. Der Emerald Tryndamere hat einfach die Riven geballert. Ich meine, der ist ripped durch den Gragas, aber. Not bad. Okay, ich kann leider nicht weiter reinpushen, weil die Riven halt wieder lebt. Ah, ich renne runter. Okay, da kommt die Riven. Jo. Dann renne ich hier rein, hole mir meinen Mana-Mune. Man muss ganz schnell jemand in die Mitte rennen. Derjenige werde ich sein. Rakan ist ziemlich gut, ja. Guter Pick. Okay, Riven ist mitgeflasht. Nicht gut, fünf Leute. Ups, ich glaube, ich habe gerade den Pantheon getötet. Renn! Ich habe mich gerippt. Der Pantheon noch gerettet habe. Ich habe, glaube ich, gerade den Pantheon getötet damit, ey. Upsi, ich habe ihn mit der Plan nämlich zurückgeworfen. Aber wir waren auch ein bisschen sehr gierig vorne drin, muss man sagen. Der wird sicher EBC, ne? Ah, doch, ich hol's mir doch. Okay, das sollten wir haben. Nein, der Pantheon hat's bekommen. Das ist nicht gut. Aua. Help!
Let's go, Pantheon! Nice, good job. Ah, die Kragas Ultima war sehr, sehr gut. Ja, du sollst immer for fun spielen, gell? Das hat er nichts mit Elo zu tun. Wenn der Game keinen Spaß macht, dann... Dann Game ist am besten nicht. Ich bin ja zweimal, glaube ich, sehr, sehr doof gestorben. Ja, die Gegner haben ein gutes Teamfight-Setup, das stimmt. Du bist recht strong. Aber wir müssen halt eigentlich nicht Teamfight mit unserem Setup, ne? Also unser Setup muss halt... Wir müssen keine richtigen Full-Engage-Teamfights machen. Okay, es kann sein, dass Riven herkommt. Von oben. Okay, unser Mittelturm ist down. Riven hat auch einen zweiten bekommen. Da ist die Riven. Angeredet. Ja, die Riven ist halt dick, ne? Die hat sich echt gut hochgefarmt, ne? Oh oh. Top Lane, da müsst ihr weg. Das ist die Riven. Vielleicht können wir die holen. Die ist out of position ein bisschen. Schade, Hook daneben. Schade, schade. Aber wie gesagt, also Teamfighting ist glaube ich nicht so gut, wenn wir da reingehen. 5 gegen 5. Okay, Kragas Blitzkrank ist dead. Wir müssen wirklich einfach nur chillen und warten auf den Trinimer-Split-Push hoffen. Immer reinpoken. Der Gegner dann noch einen Drake bekommt, wäre natürlich böse, ne? Irgendeine Vision eigentlich da drauf? Ja. Vision. Aber wie gesagt, ich will eigentlich so Fights nicht machen, ne? Oh, er hat ihn geklaut. Perfekt. Perfekt, er hat ihn geklaut. Leider ist der Herald da unten ein bisschen doof. Aber ich meine, wir haben den... Na, wir haben nur einen Kill bekommen, ne? Für 3 Tode. Nicht so gut. Oh. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Da, das ist nicht so gut. Lol, die Riven ist irgendwie... Ah, die ist am Deathstance gestorben, glaube ich. Ja. Riven ist am Deathstance gerippt. Ist gut. Mit rauspushen. Das Game wird eben knapper als gedacht, ey. Leider ist der Herald auf der Botlane so komisch geworden. Darum war ich so... Schade, dass der Trinimer den Herald bekommen hat. Der war nämlich nicht so gut geplaced. Okay, die sind dann Baron dran. Alles klar. Okay, wir haben sie aufgehalten. Sehr gut.
Warum fighten wir 4 gegen 5? Ich weiß ja genau nicht, wieso wir überhaupt fighten. Ehrlich gesagt. Ich hatte nur diesen Weg. Da vorne war die Riven. Ich frage mich, wieso wir überhaupt gekämpft haben, 4 gegen 5, ehrlich gesagt. Das ist over, das Game. Außer der Tründermeer sagt jetzt, okay, er macht den dicksten Depp. Nee, nee, ist verloren. GG, schade, schade. Wir haben es leider irgendwie weggeschmissen, hatte ich das Gefühl gehabt. Also wir hatten so im späteren Verlauf irgendwie keine Schnitte mehr. Es lief erst ganz gut. Und dann wurde es halt immer schlechter, ne? Gott, der Gegner hatte auch Emerald-Spieler, lol. Challenger mischt sich einfach mit Emeralds zusammen. Das ist crazy. Emerald 2. Naja.